Und ich hatte immer schon so eine besondere Beziehung zu Frankreich. Ich weiß auch, 1998 sind wir da im Urlaub hingefahren, in Peugeot, in die Provinz, also da sagt man dann Provence. Und dann im Auto haben alle geraucht, ich auch. Und dann habe ich mich da direkt verliebt in das Land und auch teilweise in die Leute, was es da gab. Baguette, Crêpe Suzette, Yves Laurent, Chanson, Mon Dieu, Cordon Bleu, Gérard Depardieu. Der ist jetzt inzwischen Russe und nicht so cool, aber früher war der super Obelix, fand ich toll und so. Und ich fand das dann direkt toll und habe da so, glaube ich, meine französischen Wurzeln gespürt. Ich habe ja auch französischen Nachnamen, Fleur, das heißt auf Französisch Blume, aber ganz anders geschrieben. Aber darum geht's jetzt nicht, sondern ich bin so ein kleiner Franzose, glaube ich. Und ich habe aber festgestellt, das deutsch-französische Verhältnis ist gar nicht so gut. Neulich war ja auch Emmanuel Macron und Belegschaft waren die in Hamburg hier und haben dann, so, vielleicht habt ihr das Bild gesehen, so Fischbrötchen gegessen und hat dann die, ich glaube, Frau von Emmanuel Macron so ins Fischbrötchen gebissen und hat dann so geguckt, so, da wusste ich, ah, es gibt irgendwie ein bisschen was zu tun bei der deutsch-französischen Freundschaft. Und da habe ich gedacht, wenn ich wäre da, wer dann? Und habe gedacht, da kümmere ich mich ein bisschen drum. Weil das ist nicht so gut, das Verhältnis. Es gibt auch zum Beispiel einen Witz, der wurde mir dann erzählt von einem Freund, den ich mir ausgedacht habe, um das Verhältnis so ein bisschen zu verstehen. Der geht folgendermaßen. Zwei Franzosen sitzen im Flugzeug nach London. Da kommt ein Deutscher dazu, setzt sich neben die, macht sich so breit, zieht die Schuhe aus, macht sich so richtig unangenehm gemütlich und sagt einer der beiden Deutschen, der Franzosen, schon, können Sie mal aufstehen, ich möchte mir eine Cola holen. Sagt der Deutsche, ach, null Problem, wo bleiben Sie sitzen, ich hole Ihnen eine Cola. Der Deutsche steht auf und währenddessen nimmt der eine Franzose den einen Schuh des Deutschen und spuckt da rein. Der Deutsche kommt wieder, bringt ihm die Cola, ah, merci, oder was die da sagen. Dann sagt der zweite Franzose, ach, so eine Cola, die hätte ich auch ganz gerne. Sagt der Deutsche, ach, komm, ihn hole ich auch noch eine. Geht wieder los, ihr könnt es euch denken, der zweite Franzose nimmt den zweiten Schuh, spuckt da auch rein. Die fliegen gemütlich weiter, als der Deutsche zurückkommt, hier zweite Cola. Und irgendwann dann Landeanflug auf London. Der Deutsche zieht seine Schuhe an und merkt natürlich sofort, was passiert ist. Wird dann total sauer, schnauzt die Franzosen an, so, was soll das denn jetzt hier? Das kann doch nicht ewig so weitergehen mit den Ressentiments. Wir können uns doch nicht ewig bekriegen. Das muss doch mal ein Ende haben. Dieses ständige in die Schuhe spucken und in die Cola pinkeln. Und weil es eben solche Probleme gibt zwischen Deutschen und Franzosen, habe ich mich darum bemüht, das ein bisschen aufzuklären und habe euch einen Telekolleg Französisch mitgebracht, dass wir so ein bisschen die französische Sprache lernen. Wie gesagt, meine Vorfahren konnten die schon auch nicht. Und der Telekolleg heißt Französisch für alle, also Français Allez. Und vielleicht lernt ihr da direkt ein bisschen was. Ihr könnt ja schon mal eure Namen euch überlegen. Das war, glaube ich, früher in der Schule so, wenn man da Französisch hatte, dass ihr euch überlegt, wie euer französischer Name ist, also die französische Form, und dass ihr die mal gleich reinruft, zum Beispiel bei Johannes Johann, oder wenn ihr Thomas heißt, Thomas, Martin Martin, Wolfgang Verguin, oder irgendwie so, weiß ich ja nicht, wie ihr heißt, dass ihr das mal so reinruft, dass wir so im französischen Feeling drin sind, dass wir so ein bisschen die L'amour toujours, oder was die da sagen, dass man die so in dem Kopf hat. Also bei dreimal eure französischen Namen. 1, 2, 3. Ja, eine Mitmachquote von weit über 7%. Trotzdem fahre ich fort mit der ersten Lektion. Vielleicht mal so ein paar Begriffe. Zum Beispiel auf Deutsch, horch, Musik. Auf Französisch, oh, la la. Direkt viel schöner. Kleiner Scherz. Petit AA auf Französisch, weil das H ist stumm. Ansonsten Apothekenlieferdienst, Tour de France. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ja, ui, nein, Gut, gut, Bonbon, der Geruch Lavendel, das heißt auch die Treppe, das ist ganz praktisch, da weiß man dann direkt zwei Sachen. Blauer Sack, Sacre Bleu, jetzt haben wir hier noch blaues Huhn, Cordon Bleu. Und ansonsten ist Französisch ja auch für viele so die Sprache der Liebe, ne? So viele assoziieren ja auch Paris direkt mit der Liebe, viele hatten ihr erstes Mal mit dem Pariser, deswegen gibt es auch viele so Liebesbegriffe, die im Französischen viel schöner klingen als im Deutschen. Zum Beispiel im Deutschen Scheidenpilz, im Französischen viel schöner Souvenir d'amour. Klingt direkt ja, viel besser. Ja, Applaus für die französische Sprache. Ihr seid ein super Publikum. Und das sage ich nicht jeden Abend. Also gestern zum Beispiel habe ich das nicht gesagt. Da hatte ich keinen Auftritt, aber jetzt ist egal. Fahre ich fort mit der Lektion. Was haben wir noch? Obstverkäuferin, Sherry Sherry Lady. Für die Tierfans der Elefant, Le Terrain. Ist auch ganz schön. Entschuldigung, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Hä? Das ist eine sehr kompakte Sprache. So Sprichwörter, kommt Zeit, kommt Rat, komm sie, komm sa. Auch gar nicht schlecht. Ah, das wusste ich schon, eh klar. Solche Sachen weiß man vielleicht auch noch. Und ich glaube, die Zeit tickt. Le temps ist tuk tuk. Das war gar kein Französisch. Das ist schon. Deswegen sage ich euch noch kurz was für die Tierfans. Vielleicht noch mal kurz was. Ein Hund, une belle. Ein schöner Hund, une belle belle. Ein kleiner Hund, une baby belle. Das ist ganz süß. Ein lauter Hund, Dezibel.
Könnt das eine Stunde machen, aber leider die Regeln. Hundehütte, Schloss Bellevue. Auch ganz schön. Höllenhunde, Hells Bells. Hier, schöne Grüße. Weihnachtshund, Jingle Bell. Italienischer Hund, Bella Italia. Aber das ist eine ganz andere Sprache. Ja, mehr kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr vorlesen. Aber vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder bei einem Déjà-vu oder so. Ja, das war alles. Adieu.